Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Wir sind schon in Folge Nummer 10. Und wir wollen nochmal gucken, dass wir heute ein wenig mit den Rezepten weiterkommen. Die Seeds, ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Ich muss mir eine größere Fläche bauen mit Gras. Weil ich bekomme keine Seeds. Außer natürlich, die sind gesperrt und die kommen erst mit Basic Farming. Das kann natürlich sein, weil, wie gesagt, ich bekomme nur, wo sind meine Seeds? Ich habe jetzt 22 Potato Seeds. Ich habe mal von ganz großem Gras noch ein bisschen normale Seeds bekommen, aber sonst eigentlich nichts. Genau, so, dann habe ich ein paar neue Freunde auf der Insel. Ich habe jetzt sozusagen ein schwarz pigmentiertes Schwein. Und ich habe noch ein Schaf. Und ich habe noch ein drittes Schaf. Oh. Das heißt, ich habe jetzt 14 Wolle bekommen. Die Wolle wird meiner Meinung nach wichtig. So, dann habe ich mir meinen Bereich, ne? Da waren wir mal irgendwo. Sind wir jetzt noch ein bisschen nach hinten gegangen und man sieht jetzt hier, ja, also wenn ich, mir jetzt schon alleine da anschaue, was ich jetzt hier habe, ups, zu machen, ja, da ist die, da freuen sie sich, ups, hey, bist du hier, Stiefel? Danke, gesehen. Ich kann es euch gleich zeigen, wie es insgesamt ausschaut. Das dauert nur kurz, weil ich natürlich die erstmal killen muss, bevor ich wieder gekillt werde. Also wenn einige sagen, da ist doch keiner mehr. Warum? Warum sind da rote Punkte? Ja. Die stehen vielleicht in zweiter Reihe. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich die rauskriege. So. Bye. Aha. Wow, aua. Autsch, autsch, autsch. Bin ich erschrocken gerade. Ich brauche keine Horrorspiele, mir reicht Minecraft. Hui. Hi. Merk gerade durch den Silk Touch. Ja. Ich auf jeden Fall wieder so weit vorne. Geh endlich weg. Das ist weit verschwediger. Bin mal gespannt, wann ich verreckt wieder. So, haben jetzt noch irgendjemanden da? Das ist leider der Nachteil an meinem Bau hier. Ich brauche unbedingt einen Magneten. Ja, weil die Kollegen hier, die machen mich platt. Aber nur die. So, sind wir schon mal hier so weit weg. Dann machen wir schon mal wieder hier zu. Also, aber man sieht, ne, also man bekommt hier weitaus mehr fröhliche Sachen. Aber ich muss mir halt irgendwas einfallen lassen. Entweder muss ich mir da eine Treppe bauen und muss die dann oben runterschubsen können.
Oder irgendwie was hinmachen, dass die dann halt auch runterfallen. Auch nicht. So. So. Genau, aber wie gesagt, es leider nicht. Aber da oben sieht man doch ein paar rote Kreuze. Ja, die kriege ich jetzt schon, krieg ich schon weg. Uah. Du spinnst doch. Ein bisschen gefährlich hier. Aber ihr braucht ja auch Spaß, ne? Ganz oben sind jetzt noch welche im Eck. Ja, komm nachher. Ja, da warten nur noch einer. Sagt er, und es wurden drei. So. Kommst du nicht vorbei? Nee, das war was anderes. Aber ich habe nur noch drei Herzen. Essen? Ich habe kein Essen. Ich glaube, der letzte rote Punkt. Jawohl, ist auch da. Danke fürs Gespräch. Und ich gehe aus meiner Höllenfalle wieder raus. Die Falle ist, glaube ich, mehr für mich gefährlich als für die. Aber ich finde, da bekommt man weitaus mehr Loot raus, ne? Wenn ich mir jetzt anschaue, was wir von früher rausbekommen haben, was ich jetzt bekomme. Ich habe da richtig schöne Schwertchen bekommen. Ja, wir nehmen das dann mal mit. Ja, ich habe gesagt, tödliche Falle. Das Zeug rausholen ist das, was am tödlichsten ist. So, wir gehen mal wieder zurück. Oh, ein großer Baum ist wieder da. Ich bin schon froh, wenn ich vier Sapplinge habe. Oh, ein Apfel. Und darum sage ich ja, man freut sich über Kleinigkeiten. Weil die sind hier geizig mit Zeppling. Ja. Okay. So, dann heißt es jetzt für mich, Äpfel kommen hier hin. Dann muss ich ganz schnell da hin. Dann kommst du da rein, das da kommt weg. Die sind hier mittlerweile. Dann das da, das da. Das da. Und Pfeilchen und wir gehen schlafen. So, können wir ja mal gucken, ob wir vielleicht sogar in der Folge noch ein Ding hinkriegen, ne? Einen Magneten. Dann wird es nämlich nicht zu gefährlich. So. Aber das Erste, das Wichtigere. Wir müssen jetzt erstmal was machen, weil was man ja gesehen hat, ich kriege alles Mögliche da drin, aber keine Spinnen. Die will ich auch nicht kriegen. Die sind nicht nett. Baut noch eine Spinnenphobie weiter aus. Buh. Aber da gibt es ein Gerät. Und zwar, das ist der Squeezer. Und den Squeezer kann ich, soweit ich das gesehen habe, bauen. Genau, jetzt brauche ich einen Block of Iron. Ja, den kann man ja schon mal mit der Hand craften. Ich brauche zwar Holz, vier Strings,
Ja, das sind also insgesamt, ich brauche 10 Eiseningots. Dann davon 4. Und ich brauche, oh. Merkt schon. Ja, da muss ich auch hin. Ich muss mein Lager erweitern. Ich weiß, ich muss so viel. So, wir haben einen Block. Dann kommst du daher. Dann war das. Nee, das war hier. So, und dann habe ich jetzt noch mein Oak. Und du kommst da. Genau. Und ich habe jetzt hier einen Squeezer. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich den auch überhaupt benutzen kann. Ja. Squeezes, flattens and crushes by jumping on it. Redstone pulse to reset. Ah, okay. Cool. Ich hüpfe gerne rum. Dann hätte ich gesagt, dann stelle ich den mal, meine Hüpfburg mal da hinten hin. So, und ich sehe gerade, ich muss da mal näher ran. Danke. Mal da unten gleich rein. Und das da auch gleich rein. Danke. Den trage ich jetzt insgesamt rein, weil das geht. Das Zeug hier, ne? Die Steine, ne? Wieder ein Baum da. Ja, wenn man dich braucht, ne, kommt nix. Aber ihr seht gerade, was ich meine. Einen Sapling bekommen. Einen. Kriege ich mittlerweile durch die Kleinen da schon mehr. Und die sind auch geizig. So, oh, seht ihr? Mal wieder eingekriegt. Schön. Ja. Also. Und zwar, warum brauche ich das jetzt ganz dringend? Wir nehmen jetzt mal die blaue Wolle. Dann mal das da rein und. Danke. Ah, okay. Und jetzt weiß ich, was die wollen mit einem Redstone-Signal. Ja, ist lernfähig. Das heißt, da kommt jetzt Nebel hin. Und weiter die Wolle rein. Geh runter. Gehst du runter? Stelle ich mich jetzt? Ja, ich stelle mich. Danke. Wissen, ob es so geht. Okay. Also, dieses Spiel darf ich jetzt dann spielen. Wie gesagt, dafür brauche ich die Wolle. Denn wir brauchen ja, wie man weiß, 8 Stück habe ich. 20. Ich muss auch noch ein wenig hüpfen. Weil wir möchten ja auf jeden Fall die Quest heute mit den Dingen heute abschließen, mit den Silky. Ich glaube, wäre fast besser, da einen Button auf den Boden zu klatschen. Und da muss man ziemlich genau treffen, das ist ja Wahnsinn. 17 Hammer. 21 habe ich gehabt. Also wie gesagt, aber dann hat sich das wenigstens gelohnt, dass dann hier Schäfchen gespawnt sind. Weil dann können wir uns nämlich definitiv die Strings bauen. Ohne mit Spinnen rumalbern zu müssen. Genau. Ja, schon 8 Mal jetzt das Dach.
Was kann man gar nicht oft genug sagen. Okay. Und das habe ich jetzt. 29, wenn ich jetzt Glück habe. Das ist die letzte Wolle. 32. Perfekt. So. Gold habe ich auch noch ein bisschen gerade einstecken. Das ist hervorragend. So, und davon kommen jetzt da auch noch 1, 2, 3, 4. So, und jetzt müsst ihr eigentlich kling, kling, kling machen. Ich bin begeistert. So, du kommst dahin. Wenn ich den Emerald irgendwann finde, der ist hier. Das heißt, ich muss jetzt dann auch noch Steine brennen. Und wir haben ein Silky Tool. Eigentlich ist das ja jetzt schon Nummer 2. Aber ich brauche bestimmt mehr. So, mein Problem ist jetzt, ich brauche ja jetzt bitte noch. Ich brauche noch Leder. Das heißt, ich komme jetzt Rabbit Hide. Cow Essence, ne, die habe ich nicht. Das heißt, entweder ich muss jetzt an Kühe ran. Muss ich mal gucken. At Pam. Vielleicht da darf ich die auch schon bauen. Wenn es die überhaupt bei 1.12 gibt. Nee, man weiß ja noch nicht alles. Es hat ja früher, ne, hat es ja diese lustigen Fallen gegeben, aber hier habe ich doch, also ich habe die schon gesehen. Auf jeden Fall dieses Bait habe ich gesehen. Harvestcraft? Na? Genau, wo finde ich das? Das schreibt du mir nicht hin. Das ist gemein. So, Bait. Ja, genau, das da gibt's schon mal. Fishtrap Bait, Veggie Bait. Veggie Bait klingt gut. Ich hoffe. Ah, aber dann brauche ich natürlich auch Strings. Ja. So viel habe ich ja. Geht das mit Weizen? Ja. Grain Bait. Das ist schon mal nett. Das ist nett. Das haben wir. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie dieses komische Teil heißt es, wo ich im Boden in die Erde rein basteln muss. Es wird bestimmt schon 5000 Leuten eingefallen sein. Hier gerade nicht. Das ist gerade mein Problem. Honeyblock. Maple. Bin auch der Meinung, dass ich den Bait nicht. Ach doch, Baits sind da. Aber ich kann doch keinen Bait. Ich kann doch keinen Bait bauen, wenn ich nicht das andere Ding auch machen kann. Das kann doch gar nicht sein. Genau. Trap. Falle. Ja. Warum fällt mir sowas nicht ein?
Aber ich sehe sie nicht. Seht ihr? Also ich sehe zwar die Traps, aber ich sehe die. Ich sehe leider die Rezept, also ich sehe das die. Ich sehe sie leider nicht. Gebe ich nochmal ein Round. Ground Beef. Ein Grinder. Im Pulverizer kriege ich sowas auch raus. Aber muss ich mal eingeben, Cow. Cow in a Jar. Cow Chunk. Müsste wieder Agriculture? Ja, nee, Cow Trophy. Das bringt uns alles nicht weiter. Das bringt uns leider komplett nicht weiter. Da muss ich muss mal bis zum nächsten Mal gucken. Wie gesagt, sonst mache ich hier mal ein bisschen größere Fläche, zäune die ein und hoffe, dass dann mal ein paar Viecher entstehen. Weil ich halt, wir brauchen auch Kühe wie Weltmeister, weil wie gesagt, ich brauche dieses Moos. Ohne Moos nichts los. Ja. Trifft hier leider zu. Sonst muss ich die ganze Zeit angeln. Ist total super. Was brauche ich denn für ein Bookcase? Dafür brauche ich drei Bücher. Genau. Und für Bücher brauche ich Paper, also das heißt, ich brauche Sugarcanes. Ja, die brauche ich so oder so. Muss an Sugarcanes auch noch rankommen. Was muss ich tun, um an Sugarcanes ranzukommen? Dafür brauche ich Melonen. Und dann brauche ich Goldnuggets drumherum. Dann hätte ich gesagt, zerlege ich mal den hier. Hau den Seed hier mit rein. Auch das und das. Dann nehme ich mir ein bisschen Bone Meal mit. Und vielleicht Hammerglück. Und da wächst eine Melone. Das ist. Diesen Stein habe ich doch bestimmt da, genau. Dann mache ich mir nämlich da noch einen hin. Jetzt hast du schon mal zwei Möglichkeiten, dass da eine Melone erscheint. Sehr gut. Also, das Leder, ja, dann mache ich das nämlich über diesen Weg. Und wenn ich jetzt gleich nichts esse, ja, die Äpfel natürlich weggepackt, ne, statt in den Mund geschoben. Ist klar. Muss mich jetzt hier körperlich anstrengen. Muss ich was essen? Muss hüpfen. Ja, da muss man ja richtig, ne? Man muss da richtig Gas geben beim Hüpfen hier. Um dann alles zu kriegen. Aber wir haben diese Slimeballs, die sind mir auch immer noch schön brav dabei. 35 Stück haben wir. Weil das ist auf jeden Fall das, was wir noch brauchen. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall Basic Tinkering. Ne? Diese Quest haben wir. Und dann brauchen wir die Magma Slime Sapling. Slime Sapling. Genau, dafür brauche ich nämlich 4 von den Slime Balls. Ein Seed. Das ist kein Ding. Und dafür brauche ich jetzt, ich brauche 4, also das heißt, ich brauche zweimal Magma und zweimal Slime Ball. Und wie viel HU brauche ich?
760. Da geht sogar der Kleine. So. Dann gehst du da rein. 1, 2. Bumm. 1, 2. Klack. Klack. Bumm. Danke. Und ich habe 4 Slime Balls. Dann habe ich gesagt, brauche ich einen Sapling. Mein Baum ist wieder gewachsen. Aha. Ja, diesmal war der nett, diesmal habe ich 7 bekommen. Aber die gebe ich momentan nicht her, weil die anderen sind. Ich hoffe nur, dass ich dann noch genügend habe. Ja, 4 Stück habe ich noch. Haha. Muss ich jetzt auch aufpassen, nicht, dass ich jetzt auch noch verballer. So, dann 1, 2, 3. Das riskiere ich jetzt lieber nicht. Ich brauche meine Axt. Dann tanze ich mir mal schnell den Baum groß. Vielen Dank. Und dann habe ich wieder ein paar mehr. So, 2 Stück. Du kommst da rein. So, ich brauche mal bestimmt das dann gleich was zum Essen. Halt. Rein. Da rein. Danke. Da kommt da rein. Dann brauche ich dich. Und ich tue mir weh und dann wächst ein Baum. Ist das jetzt dein Ernst? Nein, du sollst nicht die Bälle fressen. Glaub's ja. Die sind wichtig. Was bist du so ein komisches Männchen? Kannst du jetzt nicht anfangen, irgendwelche Slimeballs zu futtern? Tja. Der hat Manieren, hä? So, halt, nein, nicht da, das da. So. Und ich bin tot. Hurra, hurra. Der Drake war da. Ja, weil er die ganze Zeit angefangen hat, ne? Die anderen Bällchen zu futtern. Oder? Oh, oh. Also das wäre jetzt schon fies, ne? Muss da mal drauf gucken. Ja, 8 Herzen. Nee, ich war voll. Das Sterben geht gar nicht anders. Wisst ihr warum? Ich muss 50 Essen essen, um ein Herz zu regenerieren. Also um ein Herz mehr zu kriegen. Woher soll ich hier 50 Essen kriegen? Das ist doch mal mit eingepreist. Na, Dankeschön fürs Gespräch. So. Na, schmeiß ich jetzt mal da rein. Da kannst du mal ein bisschen wachsen. Ja, sind sie nicht nett. Ich mag sie. Ja. Ich schätze mal, ich werde gleich nochmal einen dazu kriegen. Weil wir brauchen ja den auch noch. Nein, da brauche ich nur 6 Herzen. Nein, ich bin nur noch einmal verreckt. Danke fürs Gespräch. Oder muss ich 5 Essen gegessen haben? Das kann natürlich auch sein. Also, aber ich glaube, das war verschiedene Doktoranden. So, was brauche ich denn, um die lila Bälle zu kriegen? Dafür brauche ich jetzt Purple Dye. Das heißt, ich brauche Rot und Blau. Das ist kein Problem.
Solange Lapis noch als blau zählt, ist es kein Problem. Jawohl, Purple. Kriege ich auch zwei raus? Ah, da kriege ich natürlich nur einen raus. Also das heißt, ich brauche davon jetzt 8. Dann machen wir das so. Habe ich davon jetzt 8 und ich brauche 4 davon. Wie schaut es da drin aus? Gut. Schaut es gut aus. Jetzt kommt wieder Klickauge. Zwei, eins, zwei, drei. Aber ist schon angenehmer so, ne? Hatte ich, glaube ich, nicht mal in der beim ersten Mal, wo ich es gemacht habe. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt meine Slime Balls, meine Purple, ich habe meine Herzchen. Oh, und ich habe meinen nächsten Purple Slime. Wie schaut es aus? Habe ich noch Clay? Natürlich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Dirt. Ja, da mache ich jetzt gleich mal 2, 1, 2. Dann brauche ich bitte mal die Pistole. Meine Melone natürlich nicht gekriegt. Warum denn auch? Und dann brauche ich jetzt hier 4. Da die anderen 4. Dann machen wir mal schnell wieder die Kohle voll. Wir legen uns hin. Einen Magneten. Die sind kein Problem. Diamanten ist kein Problem. Ich brauche ein Eye of Ender, das ist auch kein Problem. Ein Block of Gold ist auch keins. Schlüssel, also Quarz und ein Endstone. Endstone könnte ein Problem werden. 1800 HU, das sind 4 Enderperlen, zweimal Zucker. Haha. Ich glaube, ich habe nur einen, ne? Ja. Da sind wir leider erstmal begrenzt. Quarz habe ich, glaube ich, auch noch nicht genug. Nein, ich habe nur 2. Ich bräuchte insgesamt dann 8. Muss ich dann mal schauen, dass wir bis zum nächsten Mal ein bisschen Quarz noch herkriegen. So, gib mir mal ein bisschen Stein, danke. Dann einmal nach draußen. So, dann habe ich hier noch Green Slime Dirt. Und dann kannst du hier auch umwachsen. So. Das heißt jetzt bei dir, genau, du hast jetzt die. Davon habe ich jetzt nämlich auch schon mal 4. Ja, der wächst, glaube ich, noch langsamer als. Ja, die wachsen, oder? Die wachsen gleich langsam. So, aber wir haben jetzt diese Quest hier abgeschlossen. Ein Energy Storage. 8 Stück, jawohl, die passen da rein. Und in dieser Lootkiste ist ein Speed Upgrade. Und da rein.
Ja, wir hoffen, dass mir, ja, dass ich die Melone kriege, das hätte ich hier abschminken können. Slimeballs. Oh, sehr schön, den habe ich auch bekommen. Also das heißt jetzt, da werde ich jetzt regelmäßig das machen müssen, weil, wie gesagt, wir sind auf dem Weg zu dieser Quest hier. Wir sind jetzt dabei, die besseren Kisten herzustellen. Dafür brauche ich von jedem 64. Von dem da habe ich jetzt schon 35, von dem habe ich jetzt 8. Kriege ich eigentlich... Hier. Aber die kriege ich nicht raus, ne? Ja. Die waren die nicht die schönsten. Slimy Dirt. Nochmal angucken. Blue Slimy Dirt, Green Slimy Dirt. Dafür brauche ich davon 4 und eine Erde. Und 4 Herzen. Bin ganz ehrlich, dieses Essen. Kriege ich besser runter als die Äpfel. Brauche ich nochmal Dirt. Davon 4. Meinst du, du jetzt noch nicht richtig hier anpackst? Oh, dann hat es vielleicht. Nee, das hat sich nicht gelohnt, weil. Ich brauche noch mal. Ich brauche nur mal einen Clay. Da kommt da jetzt einer rein, da kommt da einer rein. Dann habe ich nochmal 5. Dann kann ich nämlich jetzt alle drei laufen lassen. Muss ich jetzt nicht nacheinander abwarten. Oh, Slimy Dirt. Und der Blue Slime. Laufen. So. Glaube, der grüne wird zwar cooler, weil den hätte ich schon längst, aber ja, 2 Hammer, 8 Hammer. Genau. Da sparen wir jetzt bis zum nächsten Mal. Das Silky Jewel ist auf jeden Fall auch was. Ich muss mich um das Bait kümmern, aber ich vermute, dass das leider noch nicht da ist. Also das heißt, ich brauche die Sugarcanes. Wie gesagt, leider kriege ich ja die Melone nicht dazu zu wachsen. Das hoffe ich, dass ich die dann bis zum nächsten Mal auch habe. Aber was ich jetzt, wie gesagt, schon mal drauf mich freue, ist halt wirklich, dass ich... Ah, genau, Moment, den machen wir noch. Eisenprobleme habe ich keine mehr. Ja, da kann ich ja den draußen wieder laufen lassen. War das nicht so? Ach nee, ich brauche dieses Frozen Iron. Dafür brauche ich das Frozen Iron. Das heißt, ich werde die da wieder rausnehmen. Na, kommen da 8 rein und da 8 rein. Das wird jetzt ewig dauern und 3 Tage, vermute ich. Beziehungsweise, nein, da machen wir mal 4. Da machen wir auch 4. Ticks. 20 Ticks sind eine Sekunde. 200 Ticks sind 10 Sekunden. 2000 Ticks. Sind 10 Sekunden, sind 100 Sekunden. Ja, und dann sind es 150. Jawohl. Dann läuft es.
Gut, dann laufen die auch durch. Auch mal gucken. Will nicht. Da gucken. Gott, ist das eigentlich ein Gehüpfel. Ganz übel. So. Perfekt. Und das den Clay noch da reinräumen. Wir sind zufrieden. So, das heißt, ich schaue jetzt, dass ich bis zum nächsten Mal die Strings herkriege. Ich schaue, dass ich bis zum nächsten Mal eine Melone herkriege. Ich schaue, dass ich bis zum nächsten Mal noch die Iron Ingots herkriege. Nein, so lange warten wir noch. Komm, komm. Die 1,5 Minuten haben wir noch, oder? Dann schaue ich mir mal schnell Smite noch an. Hat doch gerade Smite geheißen, oder bin ich jetzt? Also ab und zu weiß es nicht, ne? Willst du jetzt groß sein? Ach ne, Graveyard Soil heißt du. Graveyard Soil. So, dafür brauche ich einen Dirt. Dafür brauche ich ein Bone Meal und ein Rotten Flesh. Bone Meal. Ist hier. Ich will sogar noch einer einstecken. Dirt war das, ne? Also ich war das Dirt brauche. So, du kommst dahin, dahin, dahin. Und einen Graveyard Soil. Ja, wenn alles so einfach und so schnell gehen geht wie das. Ah, ich wollte gerade sagen, Concentrated Soil. Das heißt, ich muss dich jetzt mal schnell brennen. Es ist immer noch nicht viel schwieriger geworden. So, die schmeiße ich mal da rein. Merk schon, das wird das Nadelöhr jetzt. Zwei habe ich. Da schon wieder ein Block. Ja, aber vielleicht kriege ich auch mal Säpplinge raus und wenn ich Säpplinge habe, dann lasse ich dann, wenn ich mit denen am Ende bin, dann kann ich denen ja verbreitern. So, nicht waffeln, sondern gucken. Die Quest ist auch. Rainbow. Interessant. Vor allem am meisten ist interessant, dass jetzt schon meine nächste Kiste voll geklatscht ist mit Gedöns. Aber wir haben das. Brauche ich eigentlich das hier auch? Brauche ich auch? Nein, ich brauche dann noch Firewood. Nur um an Firewood ranzukommen, muss ich Tinkering machen. Das heißt, das da muss ich auch noch runterziehen. Reinforcement. Die brauche ich auch noch. Das heißt, da brauche ich auch noch richtig viel Gold. Ich brauche auf jeden Fall die Schmelze. Das heißt, ich brauche Bone Meal dann auch noch und bestimmt Clay. Aber das ist das wenigste Problem. Also wenn ich nur dieses Problem hätte, an Clay komme ich richtig gut ran. Danke für das Gespräch, aber vielleicht sind meine. Jawohl, wir haben das Frozen Iron. So, dann heißt es jetzt, du kommst da rein. Du kommst jetzt da durch und ich habe jetzt meinen Iron Freezer. So, und wenn ich jetzt nicht. Ah, der Iron Freezer ist eine Multiblock-Maschine. Sehr schön. Dann heißt es. Ja, gut, dass ich mir das noch angeguckt habe, weil Light Matter Freezer, da muss ich mir nämlich auch noch angucken, wie der auszuschauen hat und dann kann ich die letzten 8 auch noch durchjagen. Dauert jetzt auch noch lang genug. Und
Dann machen wir hoffentlich frohlockend beim nächsten Mal weiter. Leider keine Melone bekommen und auch keinen lilanen Ball. Man wächst mit seinen Aufgaben, findet ihr nicht auch? Genau. Jo, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges habt, ab damit in die Kommentare und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.